Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Letzten Part haben wir die Blockade auf Geschick durchbrochen. Und diesmal landen wir auf den Wookiee-Planeten, um die, naja, die Wookies zu retten. Okay, auf jeden Fall, Kashyyyk, die Spur im Sand. Eine befestigte Wookiee-Raffinerie ist die letzte Verteidigung gegen die Druiden-Invasion des Planeten. Ja, stoppen wir die Druiden-Invasion. Wow. Okay, wie schwer kann das denn schon sein? Ich glaube, das war eine sehr schwere Mission, da das so um Zeit geht. Also wir müssen eine Zeit lang durchhalten und die Zeit, die wir durchhalten müssen, die war unglaublich lang. Die Spur im Sand. Die 500 Erste hat den Verteidigung Wookies, ich rede zu laut, an einer wichtigen Raffinerie Verstärkung geliefert. Meister Yoda koordiniert die Verteidigung dieser Anlage persönlich. Einen Rückzug wird es nicht geben. Ja, mein Deutsch ist ein bisschen komisch, ich weiß. Meister Yoda, das heißt, wir werden Yoda spielen. Yoda ist voll cool. Ich mag Yoda. Yoda. Okay, Achso, erstmal das Journal. Als wir auf Kashyyyk eintrafen, war alles so schlimm, wie wir befürchtet hatten. Die Droiden hatten mehr Waffen, die bessere Position und waren uns 5-1 überlegen. Oh je. Wir hatten nicht mit den Wookies gerechnet. Wir hatten natürlich Geschichten gehört, aber nie neben ihnen gekämpft. Sie mit bloßen Händen einen Droiden in Stücke reißen sehen. Sie waren großartig. Doch auch so war es Selbstmord, bis Meister Yoda eintraf. Dann war es eine Schlacht. Eine Schlacht, die wir gewinnen konnten. Das klingt doch gut. Okay, auf jeden Fall brauchen wir erstmal den Scharfschützen. Alles klar, Männer. Wir müssen den Brückenkopf halten, bis Verstärkung eintrifft. Kein Rückzug, keine Ausreden. Okay. Den Scharfschützen habt ihr auch noch nie gesehen, bis jetzt. Und hier, wir werden uns hier positionieren. So, wir sollen ihn halten und wir knallen die Menschen ab. Steh mal auf. Okay. Erwischt. Treffer. Mist. Immer schön neben so einem Munitionsständer. Achso, da geht noch eins, okay. Mann, ziel doch. Egal, der ist fast tot. Treffer. Wir sollen das Ding eine Minute lang halten. Ist gar kein Problem. Das ist alles. Boah, was ist denn jetzt los? Mann, Digga. Okay, einfach immer schön weiter abknallen. Was? Der lebt ja noch. Bräuchte mehr Scharfschützen. Nein, nicht Wookie. Gut, Treffer. Oh, oh je. So. Ah, ziel doch. Mann, da ist keine Munition drin. Das ist ja unglaublich. Man kann echt in schlechtesten Momenten keine Muni haben. Aber ich hab gedrückt, was? Ich weiß. Oh. Mann. Yeah. Nein. Ich spiele mit Controller. Das ist gar nicht so leicht, wie es sich ansieht. Für die Republik. Aber ich treffe natürlich trotzdem. Ist das Ding kaputt? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Du folgst mir. Man kann, glaube ich, auch die Leute da runterschießen. Scharfschütze, du hilfst mir. Mann, was macht ihr da, Leute? Ah. Gehst du weg? Du gehörst ja nicht hin. Mist. Mist. Oh, komm, kann ich vergessen. Junge, du brauchst mich nicht so zu drängen. Mann, ach. Wie gesagt, es ist schwer, mit Controller zu schießen. Aber ich treffe auch einige Gegner. Würdest du mich bitte lieber zur Seite drängen? Ja, Mist. Da. Nein! Oh je. Spinnen auch noch. Mann, der bewegt sich doch noch nicht mal. Und ich. Da, Mist.
Willst du mal damit aufhören? Du bringst mich voll aus der Bahn. Zurück zum Uferdamm. Wir müssen die Wookiee-Basis verteidigen. Okay. Zurück zum Uferdamm. Lauf. Geh weg. Lauf, 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 lauf. Das geht auf Zeit. Das muss ein bisschen schneller gehen. Los, los, lauf. Lauf, lauf. Okay. Wookie? Wir müssen die Ölraffinerie um jeden Preis schützen, sonst geht hier alles in die Luft. Machen wir. Dafür brauchen wir so einen Typen. Warum? Der hat eine Mine. Ganz einfach. Wir können zumindest die ersten paar Einheiten hier killen, indem wir hier Minen platzieren. Komm, komm, komm. Lauf, 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 lauf. Eine Mine darin. Und dann selbst so ein Eigentor geschossen. Egal. Sie haben den Uferdamm durchbrochen. Oh, oh. Halten Sie sich fest. Okay, wo ist der Panzer? So, jetzt geht's ja saures. Blöde Magmawache, jetzt werdet ihr leiden. Ich lasse nicht zu, dass ihr hier alles kaputt macht. Ich werde euch eiskalt verdichten. Keine Gnade. Gott sei Dank hier haben wir so einen Techniker mit Regenerationsbonus. Du Blödmann, geh weg da. Gott. Immer einfach schön hin und her zappeln. Mann, ich weiß echt. Oh. Ich orientiere mich echt auch nur an den Punkten. Mann, wieso ist das so schwierig hier? So, einer weniger. Oh je, nein. Okay, 2 Minuten haben wir schon fast. Gott. Killer, Angriffsdruide, weg da. Gehst du weg. Magma-Wache, geh auf, weg. Okay, ich brauche neu einen Panzer. Die flankieren uns. Für den Kanzler. Komm schon, komm schon. Nein, gehst du weg da. Okay, das erfordert jetzt ganz schön viel Konzentration, muss ich sagen. So, der ist tot. Okay. Den Uferdamm kann man reparieren. Wo ist die Schalttafel? War hier glaube ich. Torwinde und wieder hoch damit. Das GAP war mehr kaputt. So. Gut. Läuft ganz gut. Die Republik hat keine weitere Verstärkung mehr übrig. Ach was. Es ist eine Frage der Einstellung. Wir haben auf 34 Mann, das reicht ja noch locker. Gut geschossen, Soldat. Mann. Soldat, da oben drauf, du Typ. Wieso baller ich so daneben, ey? Okay, der stimmt ja so oder so. Weg mit dir. Für den Kanzler. Schalten Sie den Kampfdruiden aus. Oieiei. Mann, du Typ da. Kannst du mal ordentlich mal ballern? Ich will das nicht alles allein machen. Da, wo bist du da drin, Junge? Sie haben den Uferdamm durchbrochen. Schon wieder. Halten Sie sich fest. Ich habe extra die Tür repariert. Wow. Habe ich was Falsches gesagt? Irgendwie schon. Mann, wieso? Oh, ey. Das Ding hält noch einigermaßen. Komm, Mann. Das ist gar nicht so leicht, wie es sich ansieht, wie es aussieht. Ha, erwischt. Irgendwie. Schieß, schieß, einmal Raketen. Gut. Kriegsheld. Ah, noch 7 Sekunden. Treffer. Ah, raus da. Auf in den Nahkampf. Haltet sie zurück, Männer. Jetzt rückt vor und jagt sie zum Teufel. Genau. Stolz ich bin, beizustehen den Wookies in der Stunde der Not. Genau, Meister Yoda. Wir arbeiten uns, glaube ich, von hinten nach vorne.
Zack, Treffer. Mann. Meister Yoda. War hier nicht noch so einer? Das Schöne ist, man heilt sich immer, wenn man jemanden erschlägt. Hi. Hi, GAP. Entweder kommst du her oder nicht. Wir erobern das Ding jetzt einfach schön gemütlich. Einfach nicht. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren das Ding. So. Und mit Speed. Ha, erwischt. Okay, am besten die Kommandoposten erobern, die ganz weit weg sind. Dann haben wir die schon mal. Ha, wir können die Leute schön mit unserer Macht anziehen. Komm, komm her. Ich wünschte, der würde nicht versuchen, mit dem Strahl auf uns zu schießen. Aber die können wir natürlich auch kaputt machen. Komm, geh kaputt. Du wirst ja niemand mehr Schaden zufügen, mein Freund. Egal. Unsere zweite Angriffswelle wird vernichtet. Ach, das wird schon. Einer weniger. Hi, Techniker-Droide, wie geht's denn so? Oder du? Eigentlich müssen wir als Yoda ertrinken, aber das tun wir natürlich nicht. Udo! Komm mal her. Zack. Mann, Yoda ist so cool, weil er auch so klein ist. Den kann man echt schwer treffen. Das ist so cool mit Yoda. Autsch, schieß mich da. Komm mal her. Du willst kämpfen? Dann schicken wir ihn auf den Kampf zu... Mann, dieses blöde Ding da hinten. Ich glaube, irgend so eine Strahlkanone oder Scharf... Der Scharfschütze da oben ballert uns ab. Oder versucht uns zumindest abzuballern. Kaputt. Oh, hoppla. Hi. Oh, Mist. Komm her. Kommst du mal her? Ei, ei, ei. Egal. Nein. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh, ha. Komm. Zieh mit der Macht an. Junge. Nein, muss nicht den Woki loswerden. Ich werde dich los. Abschneiden. Abschneiden. Wow, das erste Mal, dass wir nicht mit dem Jedi gestorben sind. Gut gemacht, Truppen. Kashyyyk wird überleben und weiterkämpfen. Yes. Das erste Mal, dass es so gut lief, hätte ich jetzt nicht erwartet. Wow, aber es war jetzt schon eine coole Schlacht. Also, das Spiel ist einfach nur so cool. Ach, das habe ich damals mit Freunden mal gespielt. Durch die rechtzeitige Ankunft von Meister Yoda konnte die 501. die Linie gegen die Separatisten auf Kashyyyk halten. Wir gingen als Helden. Jahre später sollten wir als Eroberer wiederkommen. Ja, leider. Force Unleashed. Wer das kennt, dann weiß wieder, wie man das aussehen sollte als Eroberer. Star Wars The Force Unleashed. Das werde ich auch noch Let's Playen. Wir haben 61 Leute gekillt. 61 Leute und zweimal gestorben. Und hier der Typ ist zehnmal gestorben, hat nur zwei gekillt. Und da ist sogar einer, der 12-mal gestorben hat, einen seiner eigenen Leute erwischt. Also, die KI des Computers ist manchmal Bombe. Dass man schafft, seinen eigenen zu töten und 12-mal dabei zu sterben, das ist so ein Ding. Aber das ist, so wird es, glaube ich, bei mir aussehen, bei Online-Spielen. Bei Call of Duty oder irgendwas anderes. Aber egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Diese Eroberung, wie wir mit Yoda alle abgemetzelt haben. Gebt ein Like oder einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns das nächste Part wieder. Bei Star Wars The Battlefront 2. Ade.